Ja, die Intertapac 2016 ist eröffnet. Einer der Podiumsteilnehmer bei dieser Pressekonferenz, Bodo Mehlein, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Zigarrenindustrie. Mhm. Wir haben in den letzten Tagen auch schon mal ein bisschen diskutiert über ein paar Dinge, die von den Endverbrauchern so in Frage gestellt werden. Was passiert denn in der Branche? Wie entwickelt sich das mit der Zigarre und mit dem Zigarillo? Sie haben jetzt hier auch wieder ein paar Zahlen heute genannt. Vielleicht mal so einen kurzen Abriss über das, was Sie heute den Journalisten hier weitergegeben haben. Gut, ich versuche es mich kurz zu fassen. Also einmal, Sie haben die Zahlen angesprochen. Wir können nach wie vor davon reden, dass der Zigarren- und Zigarillomarkt sich in einem ruhigen Fahrwasser befindet. Es sind meistens stabile Zahlen oder manchmal auch leicht rückläufige Absatzzahlen. Wenn Sie jetzt das andere Thema ansprechen, was ich eben hier in der Podiumsdiskussion angesprochen habe und was natürlich viele andere Menschen auch interessiert, ist das Thema, welche Regulierungsmaßnahmen sind Zigarren und Zigarillos betroffen? Vielleicht können Sie sich mal an letztes Jahr erinnern, da stand ich vor Ihnen, ich glaube, wesentlich emotionaler berührt mit einer großen Zigarrenkiste mit Schockbildern drauf. Da kann man wirklich zusammenfassend sagen, Zigarren, Zigarillos und auch Pfeifentabake sind von Schockbildern ausgenommen. Wir behalten unsere normalen Textwarnhinweise auf der Vorderseite, auf der Rückseite bzw. in sogenannten Kappenschachteln im Innendeckel. Diese Warnhinweise sind allerdings auch ein wenig vergrößert worden. Was ist denn zu erwarten? Was kann noch passieren? Na gut, ich meine, die Folterinstrumente, ich glaube, das Wort ist heute gefallen, die sind natürlich in der Kiste. Also natürlich kann irgendwann auch auf uns das Damoklesschwert niederrasen und dass wir Schockbilder kriegen. Aber das ist aktuell nicht vorgesehen. Es steht so in der Richtlinie drin, es steht so im deutschen Gesetz und Verordnungstext drin. Also würde ich sagen, sollten wir uns über den Status quo bei diesem Thema Schockbilder oder keine Schockbilder erstmal erfreuen. Sie haben ein paar schöne Zahlen genannt. Aus der Branche, also sagen der Mittelstand, die kleineren Unternehmen beherrschen ja die Zigarrenindustrie. Vielleicht dazu noch mal kurz einen Überblick. Gut, das sind immer die Fakten, die ich ganz gerne ja, in so einer Runde verbreite, aber auch in Gesprächen mit Politikern oder mit Ministerien. Also die Zigarrenindustrie, das ist eigentlich Mittelstand, das ist deutscher Mittelstand. Das sind kleine mittelständische Unternehmen, die teilweise auch in strukturschwachen Gegenden noch Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Und für die, auf der einen Seite sind sie oft sehr flexibel, können sehr schnell reagieren, aber auf der anderen Seite ist natürlich nicht diese Kapitaldecke vorhanden, wie bei großen internationalen, ich sag mal direkt Zigarettenkonzernen. Und die Anforderungen für ein kleines mittelständisches Unternehmen, was nicht sehr viele Leute in der Verwaltung sitzen hat, sind dann teilweise ja, wirtschaftlich kaum noch zu stemmen. Das sind das, die Zahlen, die Sie uns genannt haben. Ich habe auch mit großen offenen Ohren zugehört. Die deutschen Zigarren gehen mehrheitlich ins Ausland. Das ist richtig. Also man kann davon circa sagen, dass mehr als 50%, bei manchen Unternehmen sind es sogar 60% der Produktionsmenge, ins Ausland gehen. Wie ich vorhin auch gesagt habe, ein Gros geht ins europäische Ausland. Das sind die wichtigsten Absatzmärkte, zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien. Aber es geht auch in alle anderen Länder, die es eigentlich gibt. Ich glaube, auf der Landkarte fehlt kein Land mehr, wo deutsche Zigarren, made in Germany, auch bei Zigarren noch etwas bedeutet. Ja, dann danke für made in Germany und ich sage jetzt mal bis zum nächsten in der Tabak. Hoffentlich gute Informationen. Ja, besten Dank auch Ihnen. Danke. Sabine Loos, auch diese Intertabak 2016 ist eröffnet. Sie haben keine Sorgenfalten auf der Stirn. Gab es zwischendurch mal in den letzten 12 Monaten Richtung Intertabak? Nein, wir sind zufrieden mit der Rückmeldung. Wir waren schon relativ gut ausgebucht, also alle Hallen belegt. Wir haben in diesem Jahr 521 Unternehmen aus 58 Ländern, die sich beteiligen. Der Auslandsanteil ist bei der Intertabak relativ stabil geblieben mit rund 60%. Bei der Intersupply, die Parallelmesse, die ja auch zum zweiten Mal jetzt bereits stattfindet, haben wir sogar eine Auslandsbeteiligung von 70%. Also das sind Top-Werte und insofern sind wir zufrieden mit der Resonanz. Sie sind ja auch gewachsen auf 5 Messehallen mittlerweile. Das ist ja schon eine interessante Entwicklung. Ja, wir sind zufrieden und wir freuen uns, dass Dortmund sozusagen die Leitmesse der Branche hier beherbergt. Und ich glaube, hier sind auch wirklich alle zum Netzwerken. Ist das eine fantastische Plattform. Und wir haben ja viele Unternehmen, die sich auch hier beteiligen. Und wir hoffen auch, dass wir einen guten Besuch wieder haben, sodass hier wirklich die Tabakwelt zusammenfindet.
Ja, ein wunderschöner Schauplatz hier. Aber ich denke mal so für die Zukunft, wenn die Zukunft. Was kann denn die Intertabak und die Supply, was kann die denn noch zusätzlich hier generieren? Was kann da noch passieren? Ja, ich denke, wenn wir ein stabiles Ergebnis haben, sind wir absolut zufrieden. Wichtig ist ja, dass die Unternehmen, die hier wirklich ihren Markt finden, dass die auch kommen und Angebot und Nachfrage zusammenfinden. Und solange wir das gewährleisten können und sicherstellen können, sind wir zufrieden. Und denken wir auch, dass die Intertabak auch und die Intersupply auch in den nächsten Jahren auch ein gutes Resultat und eine gute Resonanz haben werden. Standort Dortmund ist ja auch ab und zu so politisch hinterfragt worden. Macht das überhaupt Sinn in einem Bundesland, wo sehr viele Rauchverbote sind? Aber darüber haben sie sich eigentlich gut hinweggesetzt. Ja, wir bewegen uns ja im Rahmen des Nichtraucherschutzgesetzes. Insofern denke ich, dass die Messe hier auch eine große Sicherheit und Stabilität hat, was die Durchführung anbelangt. Und man muss dazu sagen, dass hier die Region ja auch eine der spannendsten in ganz Europa ist. Wir haben einen der größten Einzelmärkte hier in der Region. Und ich glaube, insofern ist die Messe hier auch bestens aufgehoben. Bestens aufgehoben, bestens aufgestellt und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Im Gespräch jetzt mit Jan Mücke, dem Geschäftsführer des Bundesverbands der Zigarettenindustrie. Mücke, Sie haben die Pressekonferenz nicht nur wieder bereichert, sondern Sie haben mit wunderschönen Aussagen, nicht unbedingt wunderschönen Aussagen, mit informativen Aussagen, die Kollegen der Presse hier informiert. Im Vorfeld einer solchen Veranstaltung, schaut mal zurück, was war vor 12 Monaten, was konnten wir da erwarten, was mussten wir erwarten, wie sind wir damit umgegangen? Da gibt es ja nun ein paar Ergebnisse, die wir eigentlich nicht haben wollten, aber mit denen müssen wir nur leben. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir eine längere Frist zur Umstellung bekommen hätten. Das wäre für die Unternehmen ein sehr viel leichterer und planbarer Prozess geworden, als er jetzt letztendlich geworden ist. Wir mussten bis zum 20. Mai 2016 umstellen. Und das konnte in den Unternehmen nur gestemmt werden, indem die Mitarbeiter alles gegeben haben, indem teilweise im Dreischichtsystem gearbeitet wurde, mit Zeitarbeitern, mit Zwangsurlauben. Das kann aber nicht ein normaler Umstellungsprozess sein. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten eine ähnliche Regulierung bekommen, wie das in Polen oder in Ungarn beispielsweise der Fall ist, wo man eine sehr viel längere Umstellungsfrist gegeben hat und wo die Unternehmen sich darauf einstellen können und diesen Prozess ein bisschen planbar machen. Deutschland ist auch hier wieder in Europa Musterknabe gewesen. Ich glaube, das war kein Vorteil für die deutschen Unternehmen, das muss man leider sagen. Jetzt haben wir den 20. Mai 2016 gehabt. Die nächsten Termine, die anstehen, was muss die Industrie erwarten? Also wir haben jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch, durch die Bundesregierung Zusatzstoffe in Zigaretten rückwirkend zu verbieten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, denn ich kann keinen Zusatzstoff, den ich schon verarbeitet habe, aus einer Zigarette wieder rausnehmen. Das sieht jeder ein, nur das Bundeslandwirtschaftsministerium nicht. Da müssen wir noch dicke Bretter bohren, aber ich bin optimistisch, dass uns das gelingt, denn es kann nicht sein, dass Gesetze oder Verordnungen rückwirkend in Kraft gesetzt werden. Wir sind in einem Rechtsstaat. Wir brauchen eine angemessene Frist, um Rezepturen beispielsweise anzupassen. Wir können das nicht hoppla hopp über Nacht. Das geht in keinem Wirtschaftszweig, auch nicht in der Tabakwirtschaft. Und wir bestehen darauf, dass wir genau dieselben Fristen bekommen wie andere Unternehmen auch. Und der nächste Punkt, es sollen ja Zusatzstoffregulierungen dann doch noch kommen für verschiedene Produkte. Das sind welche im Gespräch? Also es ist, sind ja heute schon Vitamin, Taurin, Koffein verboten. Es soll noch ergänzt werden, vor allen Dingen eben durch mentholisierende Stoffe. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Stoffen, die da aufgezählt sind. Das wird für die Unternehmen eine große Herausforderung, ihre Rezepturen dann anzupassen und beim Verbraucher vor allen Dingen noch das gleiche Geschmackserlebnis hervorzurufen. Ich vertraue aber darauf, dass die Unternehmen hier innovativ genug sind, dass sie das bewerkstelligen können. Es wird vielleicht auch die eine oder andere Marke geben, die dann nicht mehr hergestellt werden kann. Und das ist neben den Marken, die ohnehin schon eingestellt werden, ein weiterer Kollateralschaden dieser Tabakproduktrichtlinie, eine Überregulierung, die wir nicht brauchen und die auch für den Verbraucher gar keinen Vorteil bietet. Ja, auch nicht für die Gesundheit. Auch nicht für die Gesundheit.
Also was passiert ist, ist nur passiert. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Aber es ist, glaube ich, ein harter Kampf für Sie als Politiker oder den Funktionären hier mit dem Blick aus dem richtigen Blickwinkel nach vorn. Ich denke aber, dass Sie es mit Ihren Kollegen der einzelnen Verbände auch schaffen werden, das eine oder andere noch ein bisschen aufzuhalten. Und wir Glück haben, dass wir dann aus der Industrie mit dem Handel zusammen vielleicht die nächstes gutes Geschäftsjahr generell erwirtschaften können. Das wünschen wir uns alle gemeinsam, denn wir sind eine innovative Branche. Viele Menschen arbeiten in diesen Unternehmen im Handel über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Das ist gute Arbeit, die ist gut bezahlt. Viele Verbraucher in Deutschland schätzen unsere Produkte und wir wollen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und da werden wir alles dafür tun. Vielen Dank für das Gespräch, gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.